Ja, machen wir jetzt Grid oder Colin? Die Colin finde ich lustiger. Dann mach Colin. Vor allem ist es eine sogar eine relativ schwierige. Es ist eine Survival-Mission. Klingt doch gut, Survival. Ja, eine Survival-Mission und man muss 14 Tage durchhalten. Gegen das alles. Joa. Hört sich doch nach einer Idee an. Sehr schön, der zieht die Infanterieeinheiten zurück. Man darf hier gar nicht so defensiv spielen, wie man meint. Da darf man ruhig mal voll in die Offensive gehen. Gerade am Anfang, später da kann man sich dann verbunkern. Verbunkern. Ich frage mich schon die ganze Zeit, warum haben die hinten noch so ein Blech dran? Welche Einheit meinst du jetzt genau? Ach, jetzt die Panzer mit dem doppelten Kanonenrohr für Luftabwehr, die du gerade weggemacht hast. Die Flachs. Ja. Ich habe noch nie Shield von an der Front. Tank. Braucht man gelegentlich einfach mal. Ja. Ich hätte auch gern ab und zu mal so einen Titanpanzer bei mir in der Garage stehen. Infanterie ist genug, um die Einheiten vom Gegner abzublocken. Ja. Es geht nur verdammt schwierig, in dieser Mission einen guten Technik-Score zu kriegen.
ich nicht ein bisschen in die Offensive gehen. Dann ist ein bisschen von den Einheiten da oben abgelenkt. Tschüss, Panzer. Das sind sie. Die Badeenten. Die Gummienten. Geld. Prime Tactics. Yes. Oh, der Bomber. Sieht grad ein bisschen kritisch aus. Das geht noch. Noch ist alles im Grünen. Die paar Einheiten, die da drin sind, die kriege ich da rausgeboxt. Bis auf den Neo-Tank hier vielleicht. Okay, die eine das eine Teelicht bei mir zum Beispiel gerade verrückt. Okay. Das brennt jetzt komplett alles. Brennt teilweise sogar außen und hat teilweise 6-7 cm hohe Flammen. Was zur Hölle? Doch.
Alter, du glaubst gerade nicht, wie mich dieses scheiß Teelicht fasziniert. Teelichter können sehr faszinierend sein. Vor allem, wenn die einfach mal wild anfangen zu brennen. Mir fällt gerade auf, es steht auf dem Holztisch. Das ist eventuell nicht so optimal. Ganz eventuell schon. Vielleicht geht's aus. Okay. Ich brauche mehr Meat Shield. Ich frage mich auch, warum es als YouTuber eigentlich, also als YouTuber so verdammt schwer geworden ist, Klicks zu bekommen, wenn du keinen scheiß Minecraft machst. Minecraft ist auch nicht mehr das Geheimrezept für alles. Es ist immer noch das meist angeklickte Spiel auf YouTube. Ich frage mich echt, wieso. Ich mich auch. Vor allem, das macht gefühlt jeder. Vielleicht ist es ja genau deswegen das meist angeklickte. Ja, es ist deswegen auch das meist angeklickte. Ich meine, die wenigsten machen da irgendwas Innovatives, wie zum Beispiel Minas Tirith oder so nachzubauen. Oder was weiß ich. Den hätte ich jetzt eigentlich da stehen lassen können. Ja. Ich meine, das erfolgreichste Video vom Kumpel und mir, das war unser Templar-Guide für Diablo 3. Wir haben Minecraft nicht mal ohne irgendwelche Modpacks angerührt. Wir haben dann lieber sowas wie Terraria gespielt. Oder Diablo oder Smite. Gibt ja genug anderes Zeug, was man noch zocken kann. Ja. Also ein S-Rang wird das höchstwahrscheinlich nicht, aber wäre mir ehrlich gesagt doch fast egal. Ich glaube, mir wäre es egal. Boah, dieser Deckungsbonus ist echt scheiße abgekürzt. Mit DCK. Ich meine, mach ein I dazu und du hast Dick. Das ist scheiße ausgesucht. Hey, ich hab den Dick-Bonus. Und es ist dann seltsam, dass die Afro-Tussi, die so ziemlich leicht bekleidet ist, als ob die als Ultimativfähigkeit hat, ihren Dick-Bonus zu verdoppeln.
Ja. Aber hey, wenn man sich genug anstrengt, findet man etwas Perverses in jedem Spiel. Ich meine, hey, ich glaube immer noch, dass in Dragon Quest 8 die Reise des wunschenden Königs dieser Mondgott schwul ist. Der kam mir immer so extrem gay rüber. So, die muss ich noch überleben und dann habe ich seine, aber ich glaube, die können unmöglich so viele Einheiten, wie ich da jetzt zusammengesteckt habe, in so wenig Runden kaputt machen. Ja. Aber siehst du, kaum habe ich es gesagt, schon verdoppelt sie ihren Dick-Bonus. Ist schon kommen, wenn hier von irgendwann mal ein Best-of kommt. Joe erklärt einen Dick-Bonus. Man könnte dieses Spiel auch als sexistisch betrachten. Es gibt keine weiblichen Soldaten. Naja, Krieg war da schon immer irgendwie ein bisschen Männersache von dem, was an Meat Shield-Beteiligung vorhanden ist. Ja, das ist ja heute nicht mehr so. Heute dürfen auch Frauen Fleischschild sein. Ha, seltsam. Und dann beschweren sich Feministen immer darüber, dass sie nur auf ihren Körper reduziert werden. Ist doch schon ein bisschen seltsam, oder? Irgendwie ja schon. Yay, und wir sind fast 8,5 Stunden am Telefonieren. 7,5. Also 8,5 wäre ja schon ein bisschen zu viel. Das hatten wir aber auch schon öfters. Früher, als Flo noch nicht so in Final Fantasy 14 vertieft war, damit dann teilweise, weil wir alle zusammen am Zocken waren, 12 Stunden lang in Skype gehangen, dann irgendwann in TS. Ja. Ach ja, wie sich die Zeit ändert. Final Fantasy raubt Freunde. Das wird dann nur schlimm, wenn der Remake vom 7. rauskommt, weil dann kriegt man mich nicht mehr zu Gesicht. Ach, die Basis da unten darf jetzt meinetwegen besetzen. So kurz vorm Ende interessiert es mich nicht mehr, ob du nochmal ein bisschen mehr Geld oder weniger kriegst. Das hat schon wieder gereicht. Jo. Tja, das war's gleich. Vielleicht hast du gewonnen. Ja, nächste Runde muss ich noch überleben. Ich glaube irgendwie, dass es auch irgendwelche extremen Hardcore-Fanatiker gibt, die es schaffen, bei der Mission die Base einzunehmen. Bestimmt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also in der normalen Kampagne schaffe ich es hier auch irgendwann Cut zu overpowern. Da hat sie keine allzu große Startarmee, da kriege ich die beiden Städte da unten meistens noch. Ja. Und da. Da habe ich es in, ich glaube, das war hier im Let's Play sogar in der Normalkampagne so, da habe ich es, glaube ich, echt geschafft, sie am Schluss noch fast zu überrennen, wenn nicht die Zeit ausgegangen wäre.
Ja gut, geht alles.